So, liebe Kindlein, gebt fein Acht. Was hat euch der Onkel heute mitgebracht? Nein, war nur Spaß. Nicht der Fiat 3000. Wenn ihr wissen wollt, um welchen Panzer es sich handelt, bleibt dran. Nach dem Trailer geht's los. So, dann gucken wir mal, um welchen es sich wirklich handelt. Nein, ich hab noch einen Neuner ausgegraben. Der ist ein bisschen untergegangen auf meinem Kanal. Ich habe noch kein einziges Review über den. Was heißt Review? Das sind ja keine Reviews, die ich mache, sondern Noob getestet. Ich spiele sie einfach nur an. Moment. So, Kaffee gibt es ja auch immer bei mir gratis. Nein, das gibt es nicht. Muss ich selber bezahlen. Nee, heute soll es um den hier gehen. Centurion 7-1. Eigentlich gar nicht schlecht, das Teil. Also ich finde ihn recht agil. Er macht mir Spaß. Die Crew ist nicht die beste. Oh mein Gott, so ist das Leben, ne? Wenigstens so sind wir beim dritten Perk. Eigentlich kurz, ja, kurz zum Abschluss sehe ich gerade. Ich finde die Zielerfassung sexy bei ihm. Es ist halt ein cooler Mate. Und hat einen super Turm. Und ich spiele eigentlich ganz gern mit ihm, ne? Ich fahre ihn meistens so. Ich nehme hauptsächlich die 50 Stück mit hier, ne? Die guten. Weil wenn ich den Neuner fahre, dann will ich Spaß haben mit ihm. Und hier die Granatengeschwindigkeit, was war die? 1400, das ist schon eine Ansage. Da ist aber auf der Standard hast du auch fast 1200. Also wirklich ein nettes Ding. Ich habe ihn behalten, der gefällt mir. Und jetzt nehme ich ihn einfach mal los. Mit, zack, rein ins Gefecht. Und ich hoffe, ihr habt auch so einen wunderschönen Sonntag. Herrlicher Sonnenschein heute draußen. Ja. Das ist genau der richtige Moment, um im WoT richtig eine draufzukriegen. Sonntagvormittag in Süddeutschland. So, was haben wir? Oh, uiuiui. Zwei Klicker. Drei Sniper-Snitzel. Leopards. Oh, T30. Aua. Uiuiui. Zwei E4. Dann gehen wir es mal Piano an. Wir lernen den guten Shit durch. Und ich würde sagen, gib mal einen Vorschlag. Schreibt es mal in die Kommentare, vielleicht lese ich es mir morgen durch. Ich habe da irgendwie. Ich versuche ein bisschen, fahren recht viele hier runter, seht das, da ein bisschen zu helfen. So, ich hoffe, man hört mich nicht ganz so laut stöhnen wie im letzten Video. Das Mikrofon ist ja so empfindlich, ne? Ich muss da mal ein bisschen dran rumschrauben, ne? Ihr sollt ja nicht meine Bronchiengeräusche hören, aber lassen wir das. So, aber die Tonqualität bei OBS finde ich um einiges besser wie beim Windows-Aufnahmeprogramm. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe ein Tiger 1-Video hochgeladen, mit Windows zwar aufgenommen, aber das war meine absolut geilste Runde, die ich je im Tiger hatte. Schaut es euch gerne an. Das letzte Video gewesen. Also, das vorige vor diesem Video. Ihr wisst, was ich meine. Das sieht nicht gut aus. Der Leopard fährt hoch. Super gepanzert natürlich, der Leo. Gehen jetzt mal Piano an hier. Wie gesagt, das ist hier nichts getürkt oder geschummelt oder ich habe keine Paid Actors wie Mailand und Mausakobat. Ne? Ist ja klar, dass die sowas haben. Bei mir ist das harte, reale Leben. Hi. Da ist schon das erste Sniper-Snitzel. Muss mich um die kümmern hier. Mon Dieu. Oh, sind ja schon zwei tot vom Gegnerteam. Was ist denn da los? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ich bin ja nur Hobbyspieler. Ich krieg sowas meistens eher recht spät mit. Ich will diesen Leo ein bisschen, aber der Standard. Ah. Phase 1, hast du schon mitgekriegt da oben?
Progettos, so. Ups. Da waren die Sniper-Schnitzel. Und im Busch rumgammeln. So. Warte mal. Wir haben noch eine kleine Rechnung auf den Leopard, ne? Das gefällt mir nicht so richtig hier. Ich will den da. Oder den da. In der Not fresse ich auch Fliegen, ne? Zack, tot. Ihr merkt es, ich geier auf den Leo, ne? Ja, ich weiß. Ja, ich komme mit, Standard. Ich bin dabei. Ich bin ganz bei dir, Standard. Ups, scheiße, was ist denn da oben los? Jetzt war ich so scharf auf den Leo. Ich muss aber oben helfen, seht ihr das? Die 30 ist scheiße. Jetzt ziehen wir uns mal zurück. Wir müssen so ein bisschen ins Wäldchen zurückziehen. Bringt nichts, Leo da gegen den T-30 und E-4 zu kämpfen. Wichtig ist ja einfach Licht zu machen, für die Arti auch. Na, ich fahr mal ein bisschen. Sensationelle Runde. Manchmal muss man einfach warten können. Und einen Schluck Kaffee könnte ich mir gönnen. Die kommen noch nicht, oder? Mhm. Ich brauche einen Spot vom Standard, wenn es geht. Ich möchte wissen, wo dieser T30 und E4 sind. Sind. Ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, er hat sich verlagert. Komm, scheiß drauf. Ja, da ist er. Ich will ihm in den Arsch schießen. Eieiei. Fadami. Du oben, ich unten, okay, Baby. Die 30 ist gebounced. Jetzt bin ich greedy. Ich glaube, das geht meistens schief, aber jetzt schauen wir mal, ob es gut geht. Hi. Bin ich nervös hier. Täuschen wir mal an. Oh, die Arti. Ach, diese Klicker. Die kann man nicht brauchen. Hopp. Ja,
Hi. Man ist so ein bisschen nervös. Das geht euch bestimmt auch so, wenn er vom T30 steht. Ich hoffe, ihr entschuldigt mir das. Nö, nicht cappen. Come on. Ach, warum muss man auf der Stufe cappen, Leute? Warum? Egal. Okay. Das war die Warmwertrunde. Na gut, ich habe erst meinen zweiten Kaffee drin. Muss ja immer vorsichtig sein, sonntags, ne? Ja, also morgens. Im Lauf der Jahre ist es so, sagen wir mal so, im Lauf der Jahre nimmt die Anzahl der Kaffeetassen morgens zu. Ist einfach so. Die erfahrenen Spieler von euch wissen, was ich meine. Ja. Naja, egal. Komm, vielleicht kriegen wir jetzt. Das war jetzt die schlechte Runde. Ich habe ja bei einer Stufe 9 Panzer habe ich ja immer eine gute und eine etwas schlechtere. Das war jetzt die etwas schlechtere Runde. Jetzt hoffen wir mal, dass wir eine gute zustande kriegen, sonst wird dieses Replay wahrscheinlich nicht hochgeladen werden. Weil ich muss ja meiner Linie treu bleiben. Also ein schlechtes Spiel und ein besseres Spiel. Was ist besser dafür geeignet als ein Kranwagen und Berlin? Aber ich will nicht rumheulen. Wir versuchen das Beste draus zu machen. Ein Klicker wenigstens nur. Heavy AG ist tabu für mich. Schau mal rechts. Ein bisschen Sniper-Schnitzel. Aber ach, das nervt mich ein bisschen. Ne? Hol mal die Namen raus. Das geht aber gar nicht. Ja, versuchen wir mal ein bisschen abzugammeln. Ach, wieder zwei Leos. Ist heute Leo-Tag? Ja gut, guten Morgen, habt Spaß. Oh, das ist aber lieb. Danke, E100. Du auch. So positiv. Ist er nicht nett? Mal ein nettes Wort für seine Mitspieler. Nee, ich weiß, was wollte ich sagen? Die Leos sind wirklich gute Zehner, ne? Huch, sind die aggressiv. Na, warten wir mal ab. Es bringt da nichts, allein fortzufahren. Gar nichts. Oh ja, präzise, absolut. Ein Träumchen, diese Kanone. Ein Träumchen. Ja, ich bin ja da, Leo. Keine Sorge. Ach du Scheiße, was kommt denn da alles? Kommt einiges hier. Okay. Jetzt ist aber gut, Kanone. Jetzt hast du mich genug getrollt. Ich hab geaimt, ihr habt's gesehen, ich hab geaimt, ich weiß nicht, was los ist gerade.
Du traust dich nicht so richtig, ne? Der kleine Leopard sucht sein Zuhause. Wir sind, glaube ich, fast durch. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Immer mal so einen Blick riskieren auf die Minimap, aber das ist ganz schön knapp hier. Na, was ist jetzt los? Verlagern die sich? Oh Gott, war der scheiße geschossen. Er war schon besser. Wie aim ich denn heute? Wie meine Oma? Aber da ist noch ein Leopard rechts, ne? Komm, dann bait ich den Schuss vom Leo. Hi, Schatz. Also manchmal, ich muss mich jetzt echt beherrschen, dass ich kein Schimpfwort sage, aber manchmal das Spiel. Manchmal dich das Spiel. Aber sowas von. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal vor mich hin starren und erstmal überlegen, was da gerade passiert ist. Geil, oder? Ja. Hä? Ach, Mr. Gute Laune E100, ich wünsche euch viel Spaß. Ach, genau der richtige Swipe hier. Auf ihn. Und ich versuche mal drüber nachzudenken, was jetzt gerade schiefgelaufen ist. Okay, ein, zweimal hast du geaimt, das muss ich zugeben. Dann habe ich geaimt bis Weihnachten. Da ist er einen halben Kilometer drüber geflogen. Dann ist er links geflogen. Dann ist er gebounced. Und dann wieder daneben geschossen, obwohl ich geaimt habe. Okay. Ich glaube, ich mache aus nach dem Spiel. Ja. Manchmal ist es einfach besser, den Ausknopf zu drücken, wenn dich das Spiel. Freut, wenn dich das Spiel freut. Genau. Hey, der E100 hat wenigstens Spaß. Ne? Na komm, wir bleiben noch ein bisschen drauf. Genau, wenn dich das Spiel freut. Oh mein Gott, ey. Das ist so eine Scheiße. Das ist so schön. Mach mal dein Popo weg, E100. Dann ist er weg. Ups, ja gut, er hatte trotzdem Spaß, oder? Also wenn man so positiv anfängt. Ich überlege jetzt gerade, ob ich noch eine dritte Runde hinterherhängen soll, aber ich glaube, ich lasse es. Ihr müsst mir glauben, also der Centurion 7-1 ist wirklich nicht schlecht. Meistens trifft die Kanone auch. Aber gut. Wenn ihr ihn habt, behaltet ihn auf jeden Fall. Manchmal hat man richtig schöne Runden, manchmal trifft die Kanone. Manchmal ist es auch spielerisches Versagen, wie bei mir am Anfang. Aber ihr habt es gesehen, ich habe wirklich zwei, dreimal richtig schön durchgeaimt. Und ja, und der Schuss ist irgendwo in der Valhalla gelandet. Ja. Na gut, ich könnte jetzt noch ein bisschen über den Sinn des Lebens mit euch quatschen, aber irgendwie. Ich glaube, ich brauche ein paar Sumur-Runden zu Therapiezwecken jetzt.
Das war ja heftig, oder? Ne, danke. Also, ja gut, man muss sagen, hier guckt, die Streuung ist nicht der Burner auf ihm. Man kann es hier natürlich boosten, dementsprechend. Wenn ihr das jetzt mal vergleicht, 0,29 habe ich. Ich habe jetzt nur eine Lüftung und Waffenbrüder drauf. Vergleich das mal hier mit dem hier. Ne, warte mal, wo ist er? Ja, 0,25 zum Beispiel beim Leo. Ja, das ist schon geil. Aber die Zielerfassung ist halt auch sensationell. 1,5 Sekunden fast. Und ich habe hier nicht viel gemacht, ne? Ich habe hier nur eine Lüftung drin und eine Waffenbrüder. Guck mal, was ihr da noch alles verbauen könnt. Ja. Aber auch der Leopard PTA ist ein bisschen besser. Aber ich will gar nicht so sehr auf die Streuung schimpfen. Die ist nicht übel im Centurion. Ich weiß auch nicht, was jetzt gerade schief gelaufen ist. Was er denn? Ich habe gerade einen Hänger. Muss er auswählen, du Spaßvogel. Du Profi. Er kann auch funktionieren. Er kann, ne? Okay. Die Tage, was mache ich die Tage? Ich habe gerade wieder ein bisschen mehr Lust, was hochzuladen. Schaut einfach mal rein. Und wie gesagt, behaltet den Centurion, er macht Spaß. Er ist halt ein Met. Wenn er so ein bisschen drauf steht, so flexibel zu sein, ein bisschen die Flanken zu wechseln, guter Turm. Und dann ist der ganz nice. Aber eben, wie gesagt, der ist irgendwie verschütt gegangen. Ich habe alle Neuner vorgestellt. Nur der hier hat mir gefehlt. Wahrscheinlich wusste ich es warum. Darum lade ich jetzt dieses super Replay hoch. Und wünsche euch einfach einen schönen Sonntag. Gell? Okay. Dann bis die Tage. Däumchen mehr ein Träumchen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Bis dann. Ciao.